komplette Dreckslache. Ich frage mich jetzt, warum man Kajaks kauft, die hier so rumstehen. Denn eigentlich kann man ja damit komplett durch die Wälder schwimmen. Und ich habe auch schon, also die Mission beim letzten Lager, da musste ich mit dem Kajak dahin fahren, weil die gesagt hat, ich sollte Angst vor Alligatoren haben. Ja, es gab auch einen Alligator. Nur komischerweise. Was mache ich denn jetzt schon wieder? Naja, ich gucke, ob es eine Schnellreisefunktion gibt, die es natürlich nicht gibt. Komischerweise war der Alligator an Land. Also wieso soll ich dann ein Kajak benutzen? Das ist die große Frage. Ja, genau. Ich wollte gucken, ob man jagen kann. Das geht dummerweise nicht, was ich, um ehrlich zu sein. Ich spiele ja auch gerade den dritten. Ich mache das halt so, wenn ich, super durch Büsche kann man nicht hindurchlaufen. Sehr klug. Also, ich mache das so, wenn ich Bock auf Aufnehmen habe und so weiter. Dann spiele ich halt, Liberation. Vor allen Dingen, weil ich nur Liberation aufnehmen kann, denn Assassin's Creed 3 ist noch mal etwas ressourcenhungriger. Und das könnte ich dann leider nicht spielen. Also nicht aufnehmen. Außerdem ist Assassin's Creed 3 auch so mächtig, dass ich, um ehrlich zu sein, das nicht aufnehmen möchte. Elise! Aveline! Ist Macondal noch am Leben? Er hält heute Nacht eine Zeremonie ab. Ehrwürdiger, ich bringe Vorräte von Roussillon. Dank. Dieser Macondal übt bösen Einfluss auf das Volk von Saint-Danger aus. Wenn du ihn aufhältst, werde ich helfen. Ja. Sein Schatten reicht weit über die Ufer des Pontchartrainsees. Er ist im Besitz eines Giftes, von dem du dich nicht erholst. Niemals. Ich gebe dir ein Gegengift. Doch es eliminiert das Gift nicht. Es mindert nur seine Wirkung. Die Zeit ist knapp. Du musst es sofort nehmen. Gibt Schlimmeres, glaube ich. Vielen Dank. Heute Nacht geht es los. Ich kleide mich als Sklavin. Dann bin ich für Macondals Anhänger unsichtbar. Ich bin bereit, wenn du es bist. Johannes wird sich noch umschauen. Gut, also gehen wir jetzt zur Umkleide. Oder? Ach so, nein. Natürlich erstmal zur Kiste. Dummerweise. Und natürlich klettern wir am Efeu nicht hoch. Weil es ja so offensichtlich eine Leiter gibt.
Ich kann euch sagen, wenn ihr es noch nicht gegessen habt, ja, hier kann man jetzt dummerweise nicht mehr runterspringen. Aha. Wenn ihr es noch nicht gegessen habt, probiert unbedingt mal eine Pomelo. Schmeckt zwar ungewöhnlich, aber... von Mal zu Mal richtig, richtig gut. Ja, das hätten wir nicht tun sollen. Ich muss sagen, ich muss jetzt die ganze Zeit hier weitersprechen eigentlich und kann nichts essen. Und die liegt neben mir und dieser Duft, der steckt einfach die ganze Zeit in meine Nase. Und der sagt so zu dir, hier bin ich. Komm zu mir, ess mich. Boah, ich bin froh, wenn die Aufnahme vorbei ist. Diese Kletterpassagen und so weiter hier, die muss ich sagen, sind sehr viel anspruchsvoller oder anspruchsvoller, mit abgesehen von riesigen Bäumen in Assassin's Creed 3, als in Assassin's Creed 3. Zumindest habe ich den Eindruck. Dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.